Ein klein wenig Normalität und wiedergewonnene Freiheit. Das ist in diesem Jahr der Wetzlarer Gallusmarkt. Und ich habe wie immer für euch ein paar Bilder eingefangen und hoffe, dass wir in diesem Jahr eine gute Zeit hier verbringen. Der Wetzlarer Gallusmarkt, ein Traditionsfest. Und mal schauen, was es so alles zu sehen gibt. Auf einen schönen Gallusmarkt! Herzlich willkommen dieses Jahr auf dem Gallusmarkt. Sie sind hier gerade beim Fassbieranstich. Es ist wieder soweit, der Gallusmarkt in Wetzlar. Wir erwarten bis zu 100.000 Gäste hier. Verkaufsoffener Sonntag, Feuerwerk. Das sollte rundum ein schöner Gallusmarkt hier in Wetzlar werden. Der Gallusmarkt beginnt immer mit dem Fassbieranstich und der Eröffnungsfeier. Und danach ist Gallusmarkt für mich Volksfest. Das heißt, Rummel genießen, die Essensstände, gebrannte Mandeln, ein Highlight für mich. Und am verkaufsoffenen Sonntag shoppen durch die Altstadt. Ich verbinde mit dem Gallusmarkt einfach Herbst, schöne Herbstzeit. Ich verbinde mit dem Gallusmarkt leckere Würstchen essen, das erste Würstchen im Jahr, was ich dann immer so esse. Ich erinnere mich an die Fahrten mit meinen Kindern im Karussell, werde auch vielleicht in diesem Jahr wieder mit Freunden, Freundinnen eine Karussellfahrt mal wieder machen. Naja. Entschuldigung. Was wäre ein Volksfest ohne Popcorn, Anita, oder? Super lecker, ja. Bin ich auch. Also, Entschuldigung. Kommt zum Wetzlarer Gallusmarkt. Es gibt nicht nur Popcorn, es gibt auch alles mögliche. Die Serviceclubs haben wieder Stände. Es gibt jede Menge kulinarische Sachen, Fahrgeschäfte. Es gibt Getränke, aber eben auch Popcorn, oder? Bleiben wir dabei. Popcorn. Popcorn, okay. Auf den Weg noch erscheinen, aber Herr Bursuk ist von der SPD, von der anderen Seite. Er greift an.